mag nicht mehr hören, wenn du irgendwelche Geschichten aus deinem Fällen malst. Piss dich oder zeig doch mal ins Gesicht, du riesen Ehrenmann. Ich habe einen PowerPoint auf meinem Handy, einfach nur, dass wir über das geredet haben. Machst du den Anfang? Einfach so ein Hallo. Ist das schon passiert? Hallo! Livio, du als Mensch, der ja definitiv viel besser angelegt ist als ich. Danke. Style in Person, dir ist das Aussehen, ja, deine Wirkung schon noch ein bisschen wichtig. Dann gehe ich davon aus, dass dein Ego auch ein bisschen grösser ist als meins, was das anbelangt. Darum als Reaction auf eine der jüngeren Bounce-Sendungen. Da hat es einen Kommentar gegeben bei der Folge am Simi und dem Dubius. Ich gebe den Moderatoren eine Bewertungsnote 2. Zu wenig Ahnung von Rap. Grossmutter-Outfit und sitzen wie auf Paletten. Jetzt muss ich etwas dazu sagen. Einfach Reaction. Ahnung von Rap. Hey, habe ich das Gefühl, wir haben recht krass Ahnung von Rap. Also ich würde hure gerne im Fall mal wirklich so, es sollen irgendwelche Hip-Hop-Experten Challenge us! So einen Test machen und dann würde ich den gerne gegen dich ausfüllen und ich glaube, ich rasiere dich. Grossmutter-Style? Ja, ich weiß auch nur, wie meine Grossmutter rumläuft und ich laufe definitiv nicht so rum. Okay. Ja, gut, haben wir das geklärt. Behässig, du Arsch! Reaktionen auf Videos von euch aus der Community, von der ganzen Welt, jetzt bei Bounce mit Noten von 1 bis 6. Und wenn sie bis jetzt noch nicht gesehen. Ja. Das ändert sich jetzt. Smoke and Chip am Fenster, Baby, das fandst du nicht sexy. Nichts unter meinem Oversize, die und die Haare messy. Ich glaube, morgen stehst du wieder vor der Tür. Mach es nicht, weil du mir fehlst. Ein Hochdeutsch ist noch ein Schweizerin. Das Community-Sendin, Naila, produziert von Neil und Alex. Neil und Alex, Produzenten aus der Schweiz. Ah. Das ist ja so. Er hat auch schon für internationale Acts produziert, zum Beispiel für einen RIN. Und aber auch, glaube ich, in Amerika. Amerika? Shit, Alter. Ja, auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass es eine Schweizer Einsendung ist. Hochdeutsch stabil. Ist es stabil? Hochdeutsch, das ist ja, wenn man sich fragt, ob es eine Person ist aus der Schweiz oder aus Deutschland, dann ist Hochdeutsch ziemlich sicher stabil. Wenn man es weiss. Das stimmt, Pablo, das stimmt. Ja, thematisch, ich habe das mit dem Breakup noch nicht gesagt. Geht es um. Ich kann den Text kann ich nicht so speichern. Es ist schon Schluss machen und sie trägt ein Hoodie und kein Make-up. Und das konnte ich mir bis jetzt merken von der Hook. Das ist ein schönes Bild gefunden. Schluss machen. Finde ich eh einfach eine gute Thematik. Aber das ist recht happy. He? Das ist happy Schluss machen. Das ist die Fallhöhe vielleicht. Oh. Man will ja gleich, dass der Song Anklang findet. Und ein bisschen. Ja. Der Clip ist noch gut, also finde ich noch qualitativ hoch. Ja, ich finde die Schirmszene toll. Die Schirmszene ist cool, ja. Mega stylisch. Dein Hoodie und kein Make-up. Lieg im Bett, an mein Fenster fallen Raindrops. Denke zu viel nach, schreib Gedanken auf ein Paper. Brenn sie ab, trag dein Hoodie und kein Make-up. Das ist gerade gut. Das ist gut, ja. Hey. Mach du. Ich? Ja. Okay, meine Meinung. Ich finde, das Ganze kommt in einem sehr professionellen Gewand daher. Ich finde den Clip eigentlich nice. Ich finde auch die Schirmszene, die ist recht stylisch, so mit dem Weiss und alles. Sehr stylisch. Ich finde die Melodie recht cool, auch vor allem in der Hook. Meine Kritik ist eben so ein bisschen die coolen Wörter, so Raindrops, Paper. Wieso muss es auf Englisch sein? Ich finde es dann so. Ich finde es nämlich so ein bisschen aufgesetzt. Ich fühle das dann nämlich ein bisschen weniger, wenn einfach so Wörter gebraucht werden, die viel gebraucht werden. Aber sonst finde ich das eine sehr runde Sache und gebe es 5. Ich schließe mich dem sehr grossflächig an, inhaltlich, und finde sogar noch, dass wenn man die Wörter, wenn es andere Wörter wären, würde es einem vielleicht ein bisschen mehr berühren, weil ich finde Breakup eben ein hervorragendes Thema. Ich habe auch gerne Part mit dem eigentlich glücklichen Beat, aber ich wäre gerne noch ein bisschen trauriger oder ein bisschen hässiger noch. Als Wirkung vom Konsum von diesen Verses, vielleicht noch ein bisschen mehr Gründe für den Breakup oder so. Aber ja, ich bin im Fall bei einem 4,8. Nächstes Rap-Video-Clipping. Da wo ich bin, Hashtag Gen Z, wie noch mehr von dem Gangster. Fall in love with the Gangster's Tension. Throw it back, girl. Okay. Alter, der Beat, das ist so ein kranker Beat. Das ist wirklich, das ist wunderbar. Es ist so cool. Und er hat so ein bisschen, also das. Ja. Oder? Aber es klingelt dann nicht das Jersey Club-Ding, sondern es ist etwas anderes. Es ist ja noch ein paar mit so ein südamerikanischem. Ja, es ist wirklich, es hat noch etwas Eigenes. Ich finde es verdammt interessant. Der Beat ist fucking nice. Ja. Und er ridet den Beat auch sehr gut. Also flowtechnisch ist beim Jamal eh immer, muss man sagen, da ist er ganz vorne dabei. Ja, wirklich. Also, ja. Da kann ich und du
Coolness-mässig. Coolness-mässig? Ich habe gemeint, das muss ich das Rap-Ego auspacken wegen Flow, aber coolness-mässig. Film von ihm lernen. Da hinten irgendwo im Ecken sitze ich. Coolness liegt dort hinten. Ja. Weißt du, wo liegt meine Coolness? Wo? Dort, bin wo schon mal auf dem Schoss. Wäre schön, aber nein, dort, wo mein Vertrag vom SRF liegt, den ich noch unterschrieben habe. Dort habe ich gerade Coolness abgegeben. Ja. Seelen verkauft. Bist du vorher cool gewesen? Also Shaitan. Wie? Bist du vorher cool gewesen? Also, meine Mami hat es immer gesagt. Sie hat immer gesagt, wo. Also, meine Mami hat immer gesagt, als ich immer brüllend von der Schule heimkomme, hat sie immer gesagt: Nein, Livio, du bist der Coolste. Es sind alle auf dich neidisch. Sie sind eifersüchtig, hat meine Mami immer gesagt. Krass, meine Mami hat immer nur gesagt: Hau denen endlich mal eins in die Fresse und zeig keine Schwäche. Aber haben wir ja nicht geschafft. Cool, haben wir es beide nicht geschafft. Aber ich bin auch brüllend heimkommen. Brülli Boys. Brülli Boys. Verschiedene Cameos. Ein Cameo-Auftritt, ein sogenannter. Was nennt, wie nennt man das? Cameo-Auftritt. Ein Cameo-Auftritt. Haben wir zum Beispiel die SGB gesehen? Ha. Ein CC Impero, haben wir glaube auch noch sichten können. Ja. Side-Info. Back to back, babe. Alles, was an mir glänzt, ist self-made. Look, die Nigga, ich hole den Cap. Roll deep in his PC, the trap, mein Phone läuft heiß wegen Packs and Potions. Sie zieht mich mit Herz-Emojis, zeige kein Liebe und lerne von Ugis. Und suche nach Competition, Dope Boys on a Mission. Jamal, was du auslöst, ist uns! Baby Boy, zeige dich echt, mein Schaden macht. Vier Schüsse, einen trifft in die Klick, wenn der Rap schon nicht läuft, dann flicken der Wrist. Young Nigga holt in die Millions, sie hat sich verliebt. Hätte dich auch nicht gefragt, ob du Clips hast kommen. Ich verstehe wieso. Ich verstehe auch. Ich verstehe wieso wir nicht eingeladen waren. Ja. Sie haben den Clip recht abgezogen. Er hat ihn sehr fest abgezogen. Oder es haben noch irgendeine Szene, wo es noch alte Leute zeigen oder so. Die so außer Atem sind von, ja, von seiner Präsenz überwältigt. Oder so eine Szene, vielleicht nur, weißt du, wenn es so einen kurzen Break gibt im Clip, so, die, die außer auf dem Club sind, dann nicht reinkommen. Ich kann von draußen so. Das ist auch geil. Ich dachte, sonst laufe ich noch als Facility Manager hinterher. Ah, so. Entschuldigung, wir müssen die Strom hier anschauen. Also denk dir dran, dann wird er nachher besser einen abgeben. Das ist. Fall in love with the gangster's tension. Ja, also musikalisch. Wie, und auch so wie der. Es ist so. Es ist nicht so. Strophenhook, Strophenhook. Es ist so ein aufgebrochen und so. Die Musikalität von dem Song finde ich wahnsinnig geil. Ich finde es auch krass. Ich finde es wirklich krass. Ja, ich kann nichts mehr sagen als einfach so Bravo. So Sachen lasse ich gerne, dass einfach etwas Neues und etwas anderes ist und sich nicht irgendwie an anderen orientiert. Barmäßig habe ich. Barsmäßig. Bars, weil ich schaue auf Bars. Genau darum werden wir nicht also Clips eingeladen, ja, weil du noch mit den Bars hinten vorne kommst. Ja, aber das ist Bounce, da wird auch das bewertet. Da gefällt es mir am besten so der Strassenzeug. Ich sitze hinten im Club mit den Ops und verhandeln und so. Das habe ich gern. Mhm. Das gibt mir eine Prise, ein bisschen Gefahr. Ich habe gerne ein bisschen Angst vor ihm. Ja, und Ausgangsbock löst bei mir auch aus. Mhm. Das ist einfach so das Clublicht und so. Mhm. Ich war schon recht lange nicht mit einem Club gesehen. Scheiße, zu was wir so machen. Ich gebe dem Ganzen ein 5,3. 5,1. Shit, der Brie einfach in der Frut oben am Schlafen. Melksee-Frut. Melksee-Frut oben. Einfach ein Pennen. Also, wir Pennen. Nein, also. Check. Passen wieder täglich. Hat der Struggle leicht vergessen. Aber wenn ich an sie denke, Jackie, ich kann immer weniger noch ändern. Raum die Wohnung. Hey, mich also, schon ein bisschen abgeholt. Mich so fest abgeholt, dass. Und dann nachher. Paffen wieder täglich. Paffen wieder täglich. Einfach so, so dass sich das eingestehen. Dann weißt du, der Pain ist rum. Ah, oh, ist süchtig um. Nach dem Kraut. Und das Ficken, das reißt ihn innerlich auf. Hab wieder eine geknallt, fühle mich männlich. Für eine halbe. Jetzt wird's spannend. Was wissen, wie es weitergeht. Boah, jetzt wird's ja richtig spannend, was er jetzt rauslässt. Hab wieder eine geknallt, fühle mich männlich. Für einen halben Tag und nachher zurück ins Leben. Bis auf Frauen setz ich weniger auf Werte. Und die Nacht mit dir wird's weniger auf Werte. Spannend. Also das Spit war technisch. Ein Spit, das ist. Der Aufwerten. Da habe ich noch einen guten Spit gefunden. Ja. Bei so Frauen setzen sie weniger auf Werte. Also bei One-Night-Stands ist es ihnen Werten innerlich egal. Ja, muss man jetzt auch sagen, ist halt auch wahrscheinlich eine Realität von vielen. Ja. Man geht in den Ausgang und er redet jetzt halt wirklich von sich. Er hat wahrscheinlich im Ausgang gesehen.
es geht ihm schlecht, er geht mit jemandem von etwas an, obwohl er eigentlich gar nicht will. Und es kann eine Person sein, die zum Beispiel vielleicht nicht an die Atemtechnik glaubt, wie man so Kälte kann überstehen kann und sich nicht regelmäßig stellt mit dem, sondern er gerne im Warmen ist und das hat, die Person hat andere Werte und auf das schießt. Auf das schießt er! Das schießt er in dem Moment in höherem Bogen. Einfach, um sich männlich fühlen für die Bestätigung. Und dann einen halben Tag später ist wieder leer. Ja, finde ich eigentlich an sich nur ein. Er hinterfragt sich. Und das ist auch noch ein bisschen Kritik an dem. Oder? Ja, ja. Und ich kann nur sagen, rap-technisch finde ich es relativ gut eigentlich. Es ist Reim immer schön vielsilbig, schafft oft mit Kontrast. Ich habe gerne zugelassen. Ich auch. Ich finde, amigs die Stimme passt nicht so zu 100% zu der Melodie vom Beat. Also, das ist ja auch noch etwas. Es gibt ja. Der Beat hat eine Melodie. Das ist, Entschuldigung, ist ein Stift. Machen wir eine Feder, kannst du in den Post machen. Macht daheim bitte Notizen, vor allem Pablo ganz fest. Der hat einen Beat. Der Beat hat eine Melodie. Und dann tust du entweder darüber rappen oder darüber singen. Wenn du darüber singst, dann muss es ja die Melodie sehr fest mit der Melodie vom Beat matchen. Unbedingt. Aber beim Rappen, die Rap-Stimme hat auch eine gewisse Melodie. Ob du jetzt so drüber rappst oder ob du jetzt so drüber rappst. Man muss es ein bisschen anpassen, hier auch ein bisschen spielen. Und ich finde, das hat ab und zu ein bisschen gebissen. Ich weiß nicht, ob man daraus gekommen ist. Ich hoffe es zumindest. Für mich ist es eine dumpfe Stimmfarbe. Ich finde, so wie seine Rap-Stimme hat Amix noch so ein bisschen andere Melodie gehabt. Mhm. Auch so ein bisschen eigene, die Amix nicht so zu 100% passen hat. Passet hat. Traum hat noch nicht los. Soziale Position. Verstehe ich so nicht Wort. Man trifft sich irgendeine sowieso. Doch bis dann bist du. Ist das okay, ein das ist ein Staubsauger, ja. Keine Kokain-Metapher, hä? Shit, das bricht das krass, das Ganze. Staubsauger wird er hat einen Staubsauger in der Frut oben. Er ist in der Schlarpe. Seine Visions, die er eingesehen hat, dass sie doch nichts sind, wieder damit er Tabula Rasa machen kann, mit einem freien, blanken Tisch hat. Oder zeigt das so ein bisschen Sinnlosigkeit. Sinnlosigkeit. Und dass er auch gar nichts verändern kann. Ja. Weißt, er muss meine, Akzeptanz. Du Staub saugen im Skigebiet, den Schnee saugen, das ist unmöglich, du bist schon Ewigkeiten dran. Das ist eigentlich wie Sisyphus, so quasi, oder? Ja, ja, voll. Schreibt es jetzt in den Kommentaren und bildet den Livio. Nein, ich weiss es. Schreibt es für euch in den Kommentaren. Mir gefällt eigentlich die Stimmung, die er erzeugt, recht gut. Also ich finde es cool, dass er so selbstreflektierende Aussagen tätigt, die ich jetzt noch gut gefunden habe. Ab und zu hat er auch so ein bisschen zu überepisch gerappt, wo ich dann wie gefragt habe, was willst du jetzt effektiv sagen? Darum habe ich dann Freude gehabt, wenn dann solche Sachen Substanz hatten. Um was ist schon klar, generell das Thema eher so ein bisschen Love und so, aber es ist auch so ein bisschen Life-Struggle dabei. Ja. Für mich ist es fast ein bisschen breit gefächert vom Inhalt her und ich finde, der Refrain überrascht sehr fest. Ich finde es irgendwie noch schade, dass die Person nicht vorkommt. Ja. Weil es ist wie so ein relativ grosser Teil des Songs, der passiert, ohne dass man das visuell umgesetzt sieht. Aber ja, vielleicht. Also die Person hat vielleicht 0% Bock gehabt auf 4000 Meter Höhe. Einfach auf das Konzept des Clips. Also, ja. Ah, ich gehe mit dem Mantel gar nicht dort rauf und dann habe ich einen Staubsauger und aus der Kamera. Und bin also, ich mal gewedigt, sonst bringt man für meine Karriere nicht mal etwas. Darum ja. Mach es doch ohne mich. Fair enough, fair enough. Ja, ich finde irgendwie so, der Refrain in diesem Song verzahnt sich nicht so. Also verzahnt sich nicht so? Nein, trotz seiner Adlibs, das hilft beim Verzahnen. Der eine, ja! Den Schrei habe ich noch gut gefunden. Ja. Das gibt für mich ein 4,4. Für mich gibt es ein 4,5. Reaktionen von dieser Natur oder auch anders. Es ist immer anders. Es kommt für unsere Laune drauf an, aber unsere Professionalität immer gleich, unser Rap-Wissen immer gleich. Schick uns dein Zeug an bounce.srf.ch, wir möchten das sehr, sehr gerne. Unsere heutige Gästin hat eine beachtliche Karriere an den Tag gelegt. Und das innerhalb von 2 Jahren, muss man sagen. Kurze Zeit. Kurze Zeit. Sie hat ein EP am Start namens Herzkopf. Alle im Studio, herzlichen Applaus für Gigi. Sitzen mit den Girls im Caddy. Gib Amy's Glas, no Henny. Alle aus dem Block wie Jenny. Haben wir nicht überlegt vorher? Auch nicht geübt. Hallo. Danke, hast du mich verschont. Hallo, herzlich willkommen. Grüezi. Grüezi. Hallo, grüezi. Ist alles gut? Ja. Super. Haben wir grüßen. Haben wir gut gemacht. Der Hang, ich finde es gut gefunden. Ja. Das ist doch super. Könnten wir noch ausschaffen?
ich habe es vorher erwähnt, du bist noch nicht Ewigkeiten auf dem Radar von der breiteren Masse. Ja. Ich hatte dich, glaube ich, auf dem Radar seit 2021. Ist das so, hat es dann so gestartet? Plus, minus, ja. Ja, voll. Ich glaube, ja. 2020 habe ich, glaube ich, mal etwas Englisches gemacht, aber das hat halt... Das habe ich auch gehört, auf Spotify, ja. Ja. Aber in dieser Zeit ist schon mega viel passiert. Du hast viel gesehen, viel erlebt. Was ist so deiner Meinung nach das Prägendste gesehen, was du in dieser Zeit erlebt hast? Ja, es ist schwierig, um auf etwas zu beschränken, aber ich glaube, das Prägendste war... Ich bin halt ein Live-Fan, Show-Fan, und ich glaube, das Prägendste war, als ich mal auf der Bühne gestanden bin und dabei dann angefangen habe. Und dann hat einfach eine Gruppe von Frauen, es waren nur 5 Leute, einfach reingeschrauen, genau was sie sagen. Und das war so das erste Mal, dass Leute wirklich, bevor ich es gesagt habe, etwas... Und das habe ich cool krass gefunden, weil ich bin so gewesen, wow, ihr hört es. So, ja. Ihr hört es wirklich. Und die Leute, die du nicht kennt hast, wahrscheinlich ja, auch. Nein, also nicht, nein. Ja, das nein, ist also der Klassiker ja. Am Anfang. Das sind seine ja. Kollegen oder so. Und dann wirklich cool. So mal Leute, die man nicht kennt. Fremde, ja. Das ist krass. Das ist, glaube ich, das Prägendste. Und es ist also, ich meine, es sind noch tausend andere Sachen, die prägt haben, aber das ist so persönlich. Ja. Und jetzt im Negativen auch. Du hast jetzt etwas Positives. Ja. Lies dir einen Vertrag zweimal durch und vielleicht noch mit dem Anwalt, bevor du ihn unterschreibst. Das hat mich am meisten geprägt. Mhm. Ja. Aber sonst war eigentlich viel positiver. Ja. Ja. Ich habe auch gerade eine wirklich recht tiefe Frage. Und zwar, ich weiss, das ist jetzt ein Moment her, aber Props noch für deinen Cypher-Auftritt. Hey. 22, das hat gepuncht. Und die Line, die bei mir am meisten hängen bleibt oder geblieben ist und ich auch mit dir assoziiere, ist, es war etwas Non-Badlicks, was du gesagt hast. Und ich paraphrasiere leicht, du hast so etwas gesagt, wie ich kann stolz sagen, dass ich noch dank Musik lebe oder schnaufe. Sitz am Rand, trink Heimat drüber, sage stolz, dass ich noch dank Musik schnaufe. Gigi. Kannst du ein bisschen auf die Line eingehen? Ja, also ich glaube, es hat ein paar Mal Momente gegeben, wo ich nicht wirklich. Ich glaube, ich habe ein paar Mal Momente gehabt, wo ich gedacht habe, wieso mache ich das? Ich bin jetzt noch nie an dem Punkt gekommen, wo ich sagen muss, okay, ich muss in eine Klinik. Aber ich war schon ein paar Mal wirklich an die Edge gsi, wo meine Mama nicht gewusst hat und mir gesagt hat, bitte geh irgendwo her. Und dann Musik hat mich eigentlich immer so ein bisschen aus dem rausgeholt, deswegen sage ich das auch immer wieder. Weil das ist so der einzige Moment, wo ich nicht Stress habe. Mhm. Außer es geht um Videoplanungen. Aber ja, es ist ein bisschen Stress, oder? Ja, aber es ist so, wenn ich schreibe, wenn ich in meinem Zimmer sitze und schreibe, das ist der einzige Moment, wo ich nichts anderes denke außer das. Und das ist eigentlich bis jetzt das Krasseste, weil ich habe wirklich keine anderen Gedanken außer das. Und das ist crazy, ja. Aber das, ich glaube, schon wegen dem auch. Ich sage jetzt mal, ja, wenn Musik nicht gewesen wäre, wüsste ich nicht, wo ich jetzt wäre. Ich finde, das ist ein krasses Skill, den du auch hast, wie du halt so Battle-Rap-Bars hast und dann sneakst so etwas rein, wo so eine, das ist so ein emotionaler Nierenschlag, wo du bist so, uff, ja. Big up für die Länder, ist wirklich krass. Danke. Schreibst du einfach viel Text? Ja, eigentlich jeden Tag. Streberin? Ja, wirklich. Also in dem bin ich wirklich eine Streberin. Krass. Jeden Tag? Jeden Tag, ja. Weil, aber auch, weil es mir Spass macht. Und okay. Eben, wie gesagt, ich bin ruhig dann. Und das ist jetzt wirklich nicht so, zum ich schreibe jeden Tag. Also, weißt du, kennst du die? Ich weiß nicht. Ich schreibe auch Sachen auf Englisch. Ich schreibe manchmal nicht mal Songtexte. Ich schreibe einfach sonst auch gerne. Und Schreiben ist für mich einfach so der Moment, wo mein Kopf mal Ruhe gibt. Aber nebst dem, dass du jeden Tag Texte schreibst, bist du auch jeden Tag auf Social Media vertreten, muss man sagen. Auf den sozialen Medien, ja. Das kommt auch nicht zu kurz. Ich habe gerade vor kurzem ein TikTok von dir gesehen und ich möchte mit dir darüber reden. Das schauen wir uns kurz an. Ah, Kollege, muss ich jetzt ganz ehrlich sein? Du siehst uns wie eine Note, du behandelst dich wie eine Note, du putzt Sachen und du bist einfach eine Note. Ja, auf das möchte ich gerne ein bisschen tiefer reingehen. In einem Song ist ja auch eine Line wie Feature-Anfrage, aber wo du eigentlich einen One-Night-Stand zitierst, du Pussy hat deinen Namen, hat deinen Namen noch nicht genannt. Sind so Situationen schon passiert? Mhm. Wirklich? Mhm. Was hat das bei dir ausgelöst? Also, ja, ehrlich gesagt, also jetzt lache ich drüber. Ja. In so einem Moment ist es halt das eben, wie gesagt, ich bin noch nicht lange das am Machen und ich habe extrem viel Vertrauen in die Menschheit. Also ich habe immer so das Gefühl, jeder Mensch ist ein guter Mensch und jeder Mensch meint es gut mit dir. Aber mein Gott, ich musste lernen, dass es nicht der Fall ist. Und vor allem, dass viele Leute nicht... Ich habe immer das Gefühl, ah, Musik, es geht alles immer um Musik. Es geht nur um Musik. Es war oft so Sachen, so Situationen, wo ich mir ein paar Mal gedacht habe, so, muss das jetzt sein? Aber eben, Karma is a bitch. Deswegen, ich mache gar nichts. Mir ist etwas aufgefallen im Gespräch mit weiblichen Protagonistinnen von Schweizer Rap, dass ich von vielen so drei Schnorr-Sachen höre, von Leuten, die in die Karriere drei reden. Mhm. Und das ist auch ein wiederkehrendes Thema in Bars von dir.
Leute sagen, GG soll so sein oder so. Das ist jetzt eine Paraphrasierung wieder, aber das ist ein wiederholendes Thema bei dir. Ja, wie viel redet ihr die Leute und spezifisch Männer, die das Gefühl haben, sie wissen es besser und versuchen dir den Shit zu erklären? Und wie gehst du mit dem um? Weil ich, als ich die ganze Sache gehört habe, habe ich gesagt, ja, super, das ist wieder ein klassischer Fall, und das habe ich noch nie von einem Mann gehört, dass jemand bei einem Mann das macht. So. Ja, also in jedem Fall wirklich, ich bin eben nicht so der typische Mensch, der immer so sagt, ah, Frauen müssen drunter, also ich bin genau gleich, Männer müssen drunter, Frauen müssen drunter, aber wo mir vielleicht so ein bisschen, also wo ich jetzt mega Erfahrung mit drunter komme, ist die Tatsache, dass es immer so ein bisschen oben herab ist. Und ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich im Raum hocke, mit 5 Leuten, alles Männer, alle älter. Sie glauben, dass sie mich bereden können. So bereden? Selber bereden? Belehren. Das wollte ich sagen. Super, habe ich jetzt auch gesagt. Nein, aber es ist wirklich extrem. Weil dann sitzt sie steht und dann musst du so halt Sachen anhören. Und auch von Rapper manchmal, wo ich mir so denke, so, erstens habe ich dich gefragt. Nein, es interessiert meinen Scheißdreck. Du siehst aus wie ein. Also weißt du, es ist wie so, wenn ich. Hilfe brauche ich gar nicht so Leute, aber es ist sehr oft, dass sie mir Hilfe aufdrängen. Ich weiss, sie meinen es nie böse, aber es ist so ein «Komm, lass dir doch helfen!» Und ich bin so alt. Weißt du, wenn ich brauche, dann alle meine Leute. Ja. Ja, voll. Ich würde gerne noch über dich als Kunstfigur. Als rappende Person ist man immer auch noch eine Kunstfigur. Du bist jetzt Gigi. Und jetzt möchte ich von dir wissen, wie fest zu 100% bist das auch du als Person? Oder gibt es da irgendeinen Unterschied? Hey, immer mehr. Wird es immer mehr? Immer mehr. Mhm. Ich versuche viel mehr auch so mich als Mensch. Also ich glaube, jetzt auch mit dieser EP habe ich mir wirklich Mühe gegeben, meine Person drin zu geben. Weil vorher war ich schon eher als so auf der Schiene, so, so flex, flex. Macht ja auch huere Spass. Ja, es macht Spass, ehrlich gesagt. Und jetzt habe ich so probiert, mit dieser EP auch so mehr mein Privat. Und je mehr ich das mache, desto mehr Freude habe ich an dem. Weil ich gebe einen Teil von meiner Person. Und das ist viel schöner. Mhm. Weil dann, wenn ich das sage und dann wirklich Leute das mitfühlen, dann ist es ganz normal etwas anderes, weil das bist du. Ja. Voll. Aber es wird immer mehr ich selber. Es ist schon 100% ich. Also, das wird es, glaube ich, auch nie. Ja. Aber voll, voll. Aber das merkt man mega. Also, ja. Jetzt auf der EP, vor allem auch auf dem Song Old Enough, finde ich, merkt man das mega fest. Dort spürt man dich, glaube ich, als Person sehr. Ja. Du musst auch sagen, wie viel du über das erzählen willst, aber ich habe das Gefühl, das ist ein Song, den du über deinen Vater geschrieben hast. Mhm. Hat es dort auch Reaktionen gegeben? Ja, das ist im Fall. Also, ehrlich gesagt, ich rede im Fall ohne Probleme über das. Okay. So, es war noch recht spannend. Das Erste, was ich an Reaktion, die draußen war, also ich war so nervös. Mir ist egal, wie er ankommt. Mir ist egal, was passiert. Ich hatte einfach Angst, weil ich nicht wusste, wie damit umgehen. Ich habe auch allgemein an Shows, wo ich das erste Mal auftrete, gebrüllt. Ich habe während dem Videodreh so gebrüllt, weil es ist wie Therapie gewesen, in dem Moment. Ich habe wie etwas loslassen. Und auch wenn ich es auftrete, ich lasse etwas gehen. Und das tut irgendwie nicht weh, es ist einfach so komisch. Oder? Und dann, wo ich das raus veröffentlicht habe, bin ich so in einem Twitch-Stream. Und ich weiß, die Person hat böse gemeint, weil ich weiß, die Person ist jetzt am Schauen. Aber ich war so dort drin und die haben so reagiert darauf. Und es sind alles so Rapper, so Schweizer Rapper. Und dann so, ja, ist halt nicht Rap. Ja. Aber gehen wir weiter, der und der noch released, das ist sicher nicht enttäuschend. Das Wort enttäuschend. Und ich bin wirklich da gesessen und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt musst du drauf schiessen. Jetzt musst du einfach wirklich hart drauf schiessen, weil wenn du so deine ganze, du gibst dein ganzes Leib in etwas und nachher das Erste, was du hörst, ja, ist halt einfach nicht mehr. Weil, singst du mir Refrain? Ja. Wow, ja. Krass. Aber ehrlich gesagt, eben, jetzt, es ist mir gleich, weil die Tatsache, dass es mir so gut getan hat. Und auch eben die Bilder im Video und so, das sind alles meine Bilder, die habe ich selber gezeichnet als Kind. Das sind wirklich meine Kinder. Und das ist alles so, das ist so echt und so ich. Und so, das ist jeder, der daran gearbeitet hat. Meine Schwester tanzt drin. Und das ist alles so. Das war wie Therapie für die ganze Familie irgendwie. Voll. Also, wo ich meiner Mutter und meiner Schwester das geschickt haben, sind beide brüllt und haben beide gesagt, das ist so krass. Du hast gerade das in einen Song gebracht, was wir nicht in Wort sagen können. Boah, das ist heftig. He? Und das ist so krass. Weil, ja, wirklich. Und auch meine Schwester, eben, sie hat auch mit der Choreo, sie hat, ich habe ihr gesagt, ich so. Tanz das, was du fühlst. Und das war so krass, weil es so wichtig war, dass so beobachtet ich so, wow. Ja. Und durch das ist mir so egal, was mit dem Song passiert. Das ist einfach, das macht mich glücklich. Ja. Hat es eine Reaktion auf den Vater gegeben? Nein. Nein.
Nein, aber ich glaube, er würde es auch nicht verstehen. Ja. Ich glaube, wenn er es sehen würde, er würde wahrscheinlich würde sagen, ah, voll geil. Weil er gar nicht realisieren würde, dass es über ihn ist. Mhm. Ja. Aber das ist in Ordnung. Ich habe auch das nicht gemacht, um irgendwie willen, dass... zum Willen, dass er mich sieht. Es ist, also wo ich sage, ja, siehst du mich jetzt? Ja. Aber nein, es ist nicht, es ist wirklich nicht um das so gegangen. Es ist mir gleich, ob er es sieht oder nicht, ich habe das für mich gemacht und meine Psyche. Voll. Und es ist ein verdammt schöner Song. Danke vielmals. Mega, mega schön. Danke. Ja, ich habe auch gehört und gedacht so, ah, Battle Rap Bar GG kenne ich so. Und das ist jetzt, das ist different, das ist Tearjerker GG so. All unsere Gäste füllen ja so einen kleinen Fragebogen aus. Mhm. Und du hast mir eine Antwort gegeben in diesem Fragebogen, auf das warte ich, seit wir die Sendung machen. Hey. Weil ich kann das sehr gut. Ich bin so gespannt. Lauf, Pablo, lauf! Hol uns etwas zu snacken! Teacher. Ist es ein... Nein, es ist ein Cheesecake. Ja. Ja, Cheesecake ist vegan, leider ist wirklich in der Natur von der Sache. Einfach nicht. Ja. Schwierig, nein, natürlich nicht. Ich war in der Türkei und ich habe sehr geile türkische Snacks dabei. Aus meinem Hosensack. Aus dem Hosensack? Von dort kommt Liebe. Ja, ich kann es nicht anders können tragen. Bro, das ist das Geilste. Das ist einfach Pistazienmus, basically. Und Zucker. Danke vielmals. Ja. Oh mein Gott. Cheesecake mit einem Boden aus. Sorry? Ich habe nicht gedacht, dass du den Cheesecake nimmst, weil ich dir ja sehr viel geschickt habe. Es hat mega viele Optionen dabei, zum Beispiel auch Fried Chicken mit Frosties Panade. Fun. Das ist ein Cheesecake mit einer oberen Lage aus mega viel Zitrusfrüchten und der Boden ist aus Pistazien-Butter-Sablés. Wow. Boah, merci vielmals. Sehr gerne. Du kannst das Geschmackserlebnis beschreiben. Ich bin schon ein bisschen neidisch. Cheesecake habe ich immer sehr, sehr gerne gegessen. Mm. Also ich muss jetzt nicht mein eigenes Werk loben. Ich soll Gigi machen. Es ist erfrischend. Hm? Wow, ja, es ist wirklich erfrischend. Wegen pure... Zitronen und so. Mhm. Mhm. Oh, nice. Erfrischend, cremig. Wow. Geil. Nice. Der Punkt ist, der Kuchen besteht ja nur aus Fett und Cream Cheese. Und darum braucht es ein bisschen. Es hat auch viel Ingwer im Boden drin. Den schmeckt man nicht mal aktiv, aber es nimmt einfach ein bisschen weg von dieser übertriebenen Süße. Mhm. Es leitet den Kontrast, weil sonst brauchst du etwa 16 Kaffee dazu, dass du verliebst. Eben, ja. Ich wollte sagen, es ist ein bisschen... aber es ist geil, es fühlt sich gesünder an. Ja, jetzt ist eine Lüge. Es ist eine grosse Lüge. Ja, ich werde jetzt das fertig essen, oder? Ich muss schlafen. Oder muss ich es essen? Oder soll ich es essen? Ich vor, nur für die Kamera müsste ich es machen. Gut, das hätte ich jetzt gerne gesehen. Sind vegan, Alter. Wuhui! Du warst es fein, Alter. Geil, gell? Fast erstecken bei einem Biss macht es auch etwas besser. Ich habe es fast nicht ausgehalten. Ja. Mhm. Oh, der Kuchen, Alter. Mhm. Danke, Killer. Mhm. Ihr habt euch ja vorher schon getroffen, ihr zwei. Also, bevor wir jetzt hier noch reingehockt sind. Und zwar hast du Seiten auf Null gemacht mit Pablo. Wollen wir uns das mal reinziehen? Das ist ein feines Gespräch. Ein awkward Smalltalk haben wir betrieben. Okay, ich freue mich drauf, ich habe es noch nicht gesehen. Grüezi wohl. Grüezi. Hallo. Wie geht's? Gut, innen? Tipptopp. Wie läuft's im Fernsehen? Mal. Muss, hä? Muss. Wie hast du es mit dir und so? Ich habe gerne Ich habe ein Pony. Sorry. Ich habe ein Pony. Aber nicht mein Pony, also der Pony. Okay. Ja. Und also auch zum Reiten, oder? Ja. Ja. Ja, ich weiß doch nicht. Vielleicht haben wir gedacht, das ist nur zum Fleisch. Ich weiß doch auch nicht. Was ist die nächste Notfallfrage? Wie stehst du zu Gott? ich bin sehr gläubig. Aber so ein bisschen nicht ein Kirchengänger. Ich glaube einfach an. Also ich glaube an Gott, aber es ist wie so, ich habe nicht so viel, ich muss in ein Gebäude gehen, dass Gott mich hört. Mhm. Ich glaube eher so ein bisschen daran, dass Natur Gott ist. Das heisst, wenn ich am Meer bin, all das, was der Mensch selber nicht macht, habe ich das Gefühl, ist Gott. Hast du einen nutzlosen Skill? Was habe ich für einen nutzlosen Skill? Ich habe keinen nutzlosen Skill. Ja, aber das ist ja noch von Vorteil, du brauchst einfach all deine Skills. Mhm. Das habe ich auf einmal nie gehabt, dass ich gefilmt wurde, während ich das gemacht habe. Das ist wirklich schlimm. Meine Lehrmeisterin schaut mir sicher zu und denkt so, Kollege, was habe ich dir beigebracht? Ja, dort ist einfach irgendeine Welle. Mhm. Aha, ja. Das ist, stimmt. Das ist meine, das ist meine Welle. Sind das deine Kurven? Oh.
Okay, jetzt muss ich noch schon kontrollieren. Aber das willst du auch kontrollieren? Nein, ich vertraue dir. Okay. Hinten vertraue ich dir, vorne tue ich selber. Okay. Büscheln. Ja, ist jetzt auch wieder kurz. Das ist schon sehr spannend, dass ich das noch erlebe, hätte ich nicht gedacht. Danke vielmals. Es war im Fall nicht lustig. Ah, fuck, scheiße. Nein, es war ganz ernst. Nein, es war lustig. Bei dieser EP hast du einen Einblick in deine Gefühle. Jeder Song hat eine andere Emotion. Kannst du es mal erklären? Also, Wednesday ist Stolz. Belladonna ist Wut. Dann ist, glaube ich, Old Enough. Ja, dann ist Old Enough. Dann ist. Old Enough ist. Trauer. Nach Trauer kommt. Ey, ich habe hure Mühe. Eigentlich, ich habe einen PowerPoint auf meinem Handy, einfach nur, dass wir über das geredet haben. Nach Old Enough kommt. Warum sie? Warum sie ist Liebe? Und dann kommt G's from the Block. Das ist Mut. Und dann haben wir noch Schuld. Das ist das Outro. 2911. Wow. Hey, frei gesprochen, ohne Bilder. Mega gut. Aber weißt du, es fehlt. Weißt du, welche Emotion fehlt? Ja, Billy. Glück. Gigi macht keine glückliche Musik. Oh. Ich glaube, wie gut er seine Frage findet. Er ist so happy mit der eigenen Frage. Ich frage mich gerade. Ich habe einen glücklichen Song. Welchen? Den kennst du noch nicht. Ausgefunden. Das kann man schon sagen. Ich habe einen gemacht, vielleicht. Nein, ich habe einen. Aber so wirklich ein Song, wo ich muss sagen, wo ich so über das tolle Reden in meinem Leben habe ich jetzt wirklich noch nie gemacht. Also es hat dann schon irgendwie noch andere Dinge. Wird schon noch dark irgendwie. Aber glücklich, das ist ein guter Input. Das ist etwas, das ich noch nicht gemacht. Das mache ich. Ja. Ich bin gespannt. Ich freue mich darauf, wie Gigi auf glücklich tönt. Ich nenne glücklich, dass du den auch weißt. Glücklich. Das Jahr spielst du im Open im Frauenfeld. Krass. Wie hast du reagiert, als die Anfrage reinkam? Ich bin um 12 Uhr in der Nacht auf meinem Balkon gestanden. Und meine Bookerin hat mir geschrieben, schau deine E-Mails. Und ich habe gedacht, the fuck, wieso schreibst du mir um 12 Uhr in der Nacht, weißt du? Mhm. Bin auf meine E-Mails und dann lese ich einfach nur im Titel. Frauenfeld Baby und ich habe nicht können schlafen. Klar nicht, ja. Also das ist keine Ahnung. Ich bin mental im Fall auch noch überhaupt nicht dort. Das ist für mich eine riesen Ehre und ich schwöre euch, ja, nein, ich schwöre. Die Bühne. Nein, nicht. Also ich weiß nicht. Ich will aber nicht zu viel sagen, aber ich weiß, dass ich wirklich ich gebe dort ganz viel drin, weil das ist nicht selbstverständlich. Als kleine Probe kannst du jetzt schon auf der Bounce-Bühne auch noch etwas bitten. Ist auch fast das gleiche Feeling wie am Frauenfeld. Ja, von der Audience her. Ja. Ja. Danke vielmals, dass du da warst. Es ist eine mega schöne EP geworden. Danke. Und viel Erfolg damit. Thank you. Und jetzt Gigi live bei Bounce. Ich seh dich mit ihr lachen. Alles, was du nicht willst machen. Yeah, ich weiss nicht, warum ich noch warte. Warum sie, aber warum sie, aber warum sie? Baby, warum lügst du meine Augen an? Brüchte 100 neue Gründe, um dir Vertrauen mag nicht losen, wenn du irgendwelche Geschichten aus deinem Fällen malst. Piss dich oder zeig doch mal ins Gesicht, du riese Ehrenmann. 1, 2, Hennis, du bist drinnen. Hängst mit deinen Jungs in jedem Club ab, wo ich kenne. Denk mir jede Stunde, du hast einen Unfall, kann nicht pennen. Sure of no, du bist nur ein Ho. Schicke dir nicht mehr das Herz, du hast es gebrochen. Jede einzelne Kerze hast vor Wochen schon erloschen. Red mir nicht von Wert, du hast mir alles schon versprochen. Brenne nur noch für mich selber, ich habe aufgehört für dich hoffen. Ich seh dich mit ihr lachen. Alles, was du nicht hast wollen machen. Yeah, ich weiss nicht, warum ich noch warte. Warum sie, aber warum sie, aber ich seh dich mit ihr lachen. Alles, was du nicht hast wollen machen. Yeah, ich weiss nicht, warum ich noch warte. Warum sie, aber warum sie, aber warum sie. Nur noch Fantasy, yeah. Asche wie Miss Kelly Weed. Auch wenn nur eine Scherbe bleibt, lauf ich weiter durch den Regen, all die Zeiten gehen vorbei. Hinter jedem Beef ist ein neuer Name, wo man bleibt. Schlimmer jeder Streit, endet mit Angst, dass er nicht schreit. Yeah, yeah. Aber sag mir, wieso sie, yeah. Aber warum muss das sie, yeah? Mein nicht, ich weiss, du machst es heimlich. Sagst ihr, mach's nicht peinlich. Sündig, doch mach's auf heilig, yeah. Ich seh dich mit ihr lachen. Alles, was du nicht hast wollen machen, yeah, ich weiss nicht, warum ich noch warte. Warum sie, aber warum sie, aber ich seh dich mit ihr lachen. Alles, was du nicht hast wollen machen, yeah, ich weiss nicht, warum ich noch warte. Warum sie, aber warum sie, aber warum sie, P.S.
Das war von Bounce für diese Woche und es geht nur noch etwas zu machen und das ist die Abmoderation als Social Media Clone. Lieber Livio, würdest du lieber kurbeln oder gurgeln? Wie würde kurbeln gehen? Ja, das musst du dir jetzt selber vorstellen. Dann würde ich glaube gurgeln. Ja, dann hopp. Und dann das machen? Ja. Ich trinke einfach. Wie ist das? Ist angekommen, oder? Ja. Okay.